Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. Wir sind wieder zurück. Wir sind jetzt in Part 6. Und machen direkt weiter. Ja, und vergiss nicht zu speichern. Wie gesagt, ich habe gerade eben noch gespeichert gehabt. Leider schmerzen mich die Lichter hier drin. Bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Bis sie bei mir sind, um mich zu töten, bleiben sie ausgeschaltet. So. Nehmen wir uns mal ein paar Schrotkugeln mit. Bitte suchen Sie die Schalter und betätigen Sie sie. Jawohl. Kommen Sie dann wieder her, um den Strom wieder anzuschalten. Okay, irgendwo eine. Dann hier. Sophia und ich wussten, dass es einen hohen Preis fordern würde, den ersten Utopisten zu erschaffen, mein Freund. Wir brauchten einen Wirt für all das Adam. Raptures Held. So, ich check nochmal kurz ab. Was wir hier noch haben. Ich glaube, wir haben hier nichts mehr Neues. Ja, wir haben nichts mehr Neues, also wir werden nichts mehr kaufen. Subjekt, also mich. Gut. Das, was Sie in dem Tank gesehen haben, war tatsächlich ich. Ich befürchte, das Schicksal von Eleanor Lamb wird nicht so körperlich greifbar, aber ähnlich grotesk ausfallen. Dieser Behälter für Tiefseelebensformen eignet sich ideal dazu, mich auszuschalten. Aber zuerst müssen Sie genug Pflanzen voll Adam beschaffen, um mich herauszulocken. Die Schnecken ernähren sich von dem Stoff und er ist jetzt alles, was ich will. Ich habe Ihnen eine Probe hinterlassen, damit Sie wissen, wonach Sie suchen müssen. So, Nummer 1. Nein, meine angesehene Stellung wirst du niemals einnehmen, du mieser Verräter. Oh oh. Okay. Ja, ich glaube, jetzt können wir weiter. Ja, jetzt können wir weiter, genau. Diese ganzen Schlüssel, die du beschafft hast, sind alle genetisch kodiert. Und um an Lamp ranzukommen, brauchst du einen vom guten alten Gil da drin. Aber der Reihe nach. Zuerst müssen wir ihn ruhig stellen. Such die Pflanzen, die er erwähnt hat, und lock ihn da raus. So, besser. Wir können dich doch in deinem Zustand nicht in den Labors herumrennen lassen. Fliehen die an Kugeln. Diese armen Teufel.
Was für ein Leben. Rummarschieren und den Daddy spielen, bis irgendein Splicer es schafft, ihre Sister zu killen. Und wenn sie da nicht ins Koma fallen, werden sie wahnsinnig. Und es bleibt ihnen nichts mehr, als zu schreien. Nichts gegen dich, Junge. Wir sollten zusehen, dass du schnellstens zu Eleanor kommst. Dein Körper beginnt, sich selbst zu zerstören. Der Drang, Eleanor zu finden, wird dich in den Wahnsinn treiben. Oder ins Koma fallen lassen. Du hast keinen Anspruch auf sie. Deine Entwicklung gehörte zu Raptures größten Sünden. Und doch gibst du nicht auf. Warum nicht? Also machen einfach weiter, wir brauchen keine mehr retten, wir brauchen keine Upgrades mehr. Das reicht alles. Vollkommen. Schon dabei sind. Ja. Hallo. Hier hat man die Bindung zwischen uns hergestellt, Vater. Hier hat man Gott gespielt. Du warst das einzig Gute, was Rapture mir je gegeben hat. Es war ihr nicht bestimmt, einen Vater zu haben, Delta. Oh, ja, ja, ja. Sie sollte die Erbin meines Lebenswerks werden. Und hier hat man sie verändert. Hier hat man sie an dich gebunden. Das Kind, das sie einst war, starb in diesem Raum. Das ist noch ein Upgrade. Ein Upgrade. Oh shit. Oh shit. Jetzt habe ich nicht so zum Hacken, Alter. Ich glaube, ich spiele. Hier rein.
klingt. Okay, Kumpel, es wird Zeit, die Fische zu füttern. Geh zurück zu Alexanders Tank und wirf die Pflanzen rein. Schnell, weg hier. Ah. Armer Gilbert. Es Armer war sein Gilbert. Wille zu sterben. Gilbert. Zu dienen, indem er sie vor seinem Wahnsinn schützt. Deine ganze Mission hier basiert auf deiner Weigerung, ebenso zu handeln. Wirst du ihm seine Bitte gewähren? Wissen, dass er dem Kollektiv gedient hat? Das Upgrade vergessen. Wiedergeburt. Das ist ja mein letzter Heckpfeil. Klar, man lebt ewig, aber ohne den Körper. Ich mag meinen Körper, mein Junge. Mir gefällt die Vorstellung nicht, dass meine Erinnerungen und meine Persönlichkeit im Kopf eines heiligen Kindes gespeichert werden. Wie irgendwelche Bücher, die in einer Bibliothek herumstehen. Ja. Das war schlecht. Das war sehr schlecht gemacht. So. Egal, geh mal weiter. System für die tiefste Lebensformen online. Wachsen die Rosen ganz. An alle Mitarbeiter. Subject Delta ist hiermit entlassen. Geleiten Sie ihn vom Firmengelände. Oh oh, oh oh. Oh oh. Ja, ist gut. Boah, was mache ich jetzt, Alter? Eieieiei, das ist was hier abgeht. Nee! Wie kannst du es machen? Du willst mich überlisten mit dieser Bestechungsaktion? Huh! Hallo. Perfekt, mein Junge. Du hast ihn am Haken. Benutze jetzt die Konsole, um ihm eine DNS-Probe zu entnehmen.
So sollte automatisch ein Genschlüssel hergestellt werden. So. Also hier mal 200 Schuss, passt. So, dann würde ich sagen, holen wir uns einen Auto-Hack-Pfeil, einen normalen Hack-Pfeil. Und dann mal davon. Die Mädchen flüstern mir etwas zu, Vater. Sie haben dir ein Geschenk hinterlassen. Was? Im Gatherers Garden. Hol es dir. Du willst mich jetzt komplett verarschen. Schnell, schnell, schnell. Heilung, 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 Heilung. Warte mal kurz. Wo ist die Big Sister? Okay. Ich finde die Big Sisters sind schlimmer als die Daddies, Alter. Die hält so viel aus. Das ist ja schon gespenstisch. Die ist ja gespenstisch, Alter. So, ich muss mir auf jeden Fall wieder dringend Panzerbrechende kaufen. Weil am Ende vom Game kommen ja nochmal zwei Big Sisters und das wird nicht ohne. Das sage ich dir. Ja. Ich würde sagen, dann gehen wir noch mal ganz kurz zurück und holen uns noch das Upgrade für die Waffe. Ah, ich kann nicht mehr zurück. Okay, na egal. Ist nicht so schlimm. Deswegen machen wir noch ein Upgrade in der nächsten Stadt. Du hast den Schlüssel zu Lambs Versteck, Junge. Jetzt brauchst du nur noch zu der Oxyfill-Station zu gehen und ihn benutzen. Es ist vollbracht. Mit dem Druckknopf zur Entsorgung der Proben auf der Bedienpaneele vor Ihnen schicken Sie einen massiven Stromschlag in den Tank. Mehr als ausreichend, um mich zu töten. Egal, was ich sage, nope. Um Sie davon abzuhalten. Hören Sie nicht auf mich. Der Mensch, der ich einmal war, existiert schon lange nicht mehr. Während mein Geist erlischt, muss ich an das Leid denken, das Eleanor wird ertragen müssen. Und Mitleid übermannt mich. Aber ich kann nur meine Gebete anbieten. Vielleicht können Sie nach meinem Tod mehr ausrichten. Und jetzt bitte ich Sie, mir Frieden zu schenken. Leben Sie wohl, mein Freund, und meinen aufrichtigen Dank. So. Klick. So, da sind wir wieder. Persephone.
Okay, speichern kann ich noch nicht. Wir sind endlich da. Finde Eleanor, mein Junge, und zwar schnell. Ihre Mami hat ganz Rapture mobilisiert, um zu verhindern, dass ihr zusammenkommt. So, jetzt können wir speichern. Speichern wir mal noch kurz. Geht ja ganz schnell. Ja. Vater, komm schnell. Ich sitze in einem Käfig fest. Irgendetwas stimmt nicht. Frage mich, Delta, weißt du, warum du hier bist? Hast du überhaupt eine Ahnung, was man... Mach mal hier noch Schrotflinten, Elektroschock. Meine Tochter dir gegeben hat. Wenn ich dich jetzt so ansehe, beneide ich dich um deine Unwissenheit. Du glaubst immer noch. Du, 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 du. Okay. Oh, ich glaube, jetzt kommen die Big Sisters. Das ist sie, mein Junge. Eleanor Lamb. Egal, was du jetzt empfindest, jetzt geht's ums Ganze. Mach diesen Käfig auf. Sie kommt mit uns. Wie wird sie uns in Erinnerung behalten nach diesem Moment? Ich habe meine Schachzüge ausgeführt, wie erwartet, und du auch. Ist es das, was sie gehofft hat? Mutter und Vater sehen sich über sie hinweg in die Augen. Doch wir sind immer noch blind. Leb wohl, Subject Delta. Und fasse Mut. Denn zumindest du bist deinem Vermächtnis entkommen. Das wird jetzt echt hardcore. Nein! Mein Eve geht mir nicht aus.
Bleib mal stehen! Zappelt hier rum wie was weiß ich, Alter. Nein! Das macht nicht so viel Damage. Ich hab kein Eve mehr. Das ist so scheiße, Alter. So langsam. Geschafft, Alter. Puh. Puh. Beeilung jetzt. Mach mal hier Flintenkugeln. Nochmal die Quarantänekammer wartet auf dich. Geh rein. Let's go. Hallo. Dein Signal reißt ab, Junge. Ich sehe und höre nichts. Irgendwas in dem Raum blockt mich ab. Sieh sie dir an, Delta. 10 Jahre und immer noch träumt sie von dir. Noch 50 Sekunden. Weißt du, warum Eleanor dich hergeholt hat? Sie wollte einen Vater. Sie hat einen Weg gefunden, dich wiederherzustellen. Körperlich und geistig. Und sie hat dich ständig beobachtet. Und sie vergötterte dich für jede deiner Taten. Das Mädchen da auf diesem Bett ist nun nicht mehr meine Tochter. Auch nicht mein Lebenswerk. Sie ist ein Monster, geformt alleine durch dich. Wie sie es immer wollte. Noch 20 Sekunden. Aber ein Detail der Bindung zwischen euch ist ihrer Aufmerksamkeit entgangen. Dein Körper ist darauf ausgelegt, ins Koma zu fallen, wenn ihr Herz aufhört zu schlagen. Eleanor, vergib mir. Sein Körper stellt jetzt seine Funktionen ein, auf natürliche Art. Aber wenn er an einem Trauma stirbt, taucht er irgendwo wieder auf. Höchste Sicherheitsstufe zu jeder Zeit. Niemand betritt diesen Raum, bevor er gestorben ist. Vater, ich bin es, Eleanor. Es tut mir so leid. Mutter hat mein Herz angehalten, lange genug, um unsere Bindung aufzulösen. In meiner Nähe zu bleiben, rettet dich nicht mehr vor dem Tod. Oder noch Schlimmerem. Aber ich kann dir trotzdem helfen, zu entkommen. Diese Little Sister hat etwas für dich, das dir erlaubt, sie unter deine Kontrolle zu bringen. Scheiße. Ach ja. Ich weiß, das fühlt sich seltsam an, aber du kannst jetzt durch ihre Augen sehen und ihr sagen, wohin sie gehen soll.
So habe ich dich zurückgeholt, ohne dass Mutter etwas gemerkt hat. So, jetzt musst du erstmal hier raus. Piu, piu. Na komm schon. Gut. Also, von Mutters Büro aus kann man diese Kammern entriegeln, in denen sie uns festhält. Finde einen Weg, um da reinzukommen. Kann ich speichern, okay? Krank. Sinclair wurde in dieser Einrichtung gesehen. Er wird versuchen, zu Subject Delta zu gelangen. Alle familiären Pflichten sind ausgesetzt, bis er gefunden ist. Was Mutter mit mir gemacht hat, hat mich sehr geschwächt. Sonst würde ich diesen Teil selbst übernehmen. Aber um dein Leben zu retten, muss ich mich umziehen. Um endlich auch so stark zu sein wie du. Von hier solltest du die Teile eines Big Sister Anzugs finden können. Bitte, bring sie mir. Nice. Anzugsvater. Bitte finde die restlichen und bring sie mir. Wie sie ausschaut, ey. Zehn Jahre, Vater. Gefangen in diesem Fiebertraum. Mutter hat mich mit Drogen vollgepumpt, um meinen Geist mit Adam zu perfektionieren. Für sie ist das ideale Kind ein Genie, das ohne Wenn und Aber dem Allgemeinwohl dient. Davor hast du mich bewahrt. Ah. Noch ein bisschen. Klick. Schön in den Nacken. Nummer 2. Die anderen Sisters sind aus mir geschaffen, Vater. Teilweise. Wenn sie in Rapture aufwachsen, empfinde ich alles mit ihnen. Als du bei den Kleinen warst, haben sie dir wie einen Vater vertraut. Wegen mir. Schon krank. Schon krank gemacht. In einem hatte Mutter recht. Ich habe dich beobachtet, Vater. Ich habe mir angesehen, wie du andere behandelt hast. Und jetzt weiß ich, wer ich bin. Ich bin frei. Nach allem, was Mutter mir angetan hat, ich lebe und bin noch so weit bei Verstand, dass ich neugierig bin, wie die Sonne aussieht. Als du meine Sisters gerettet hast, habe ich zum ersten Mal seit Jahren Hoffnung gespürt.
Oh yes. Jetzt tue ich das gleiche für alle anderen. Angefangen bei der hier. Wir haben es geschafft, Vater. Bald bin ich da. Come on. T-Shirt oder was? Bei diesen Anzügen musste ich immer an dich denken, Vater. Ich sehe dich wohl immer noch als Retter in glänzender Rüstung. Aber jetzt werde ich für dich kämpfen. Nimm dieses Plasmid. Damit kannst du mich in einem Kampf an deine Seite rufen. Ah. Stimmt, ja. Ich schick dir eine Karte vom Strand. What the hell? Okay. Subject Delta, ich weiß, du kannst mich hören. Du hast mein Lebenswerk zerstört und mir meine einzige Tochter geraubt. Aber Rapture ist die Heimat von Monstern. An der Oberfläche will man uns nicht haben. Heute Nacht werden wir als Familie begraben. Seite an Seite. Oh Gott, sie will das Gebäude in den Graben stürzen lassen. Da geht's Meilen nach unten. Wir müssen Sinclair finden. So. Ja, wir sehen uns nach dem Ladescreen. So, da sind wir wieder. Nach oben, weiter Vater. Geht's. Schnell! 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 Das ist Sinclairs Rettungs-U-Boot, Vater. Da, vor dem Fenster. Schnell. Es ist unsere einzige Chance zu entkommen. Wie ich Sinclair kenne, würde er es nicht einfach aufgeben. Ja, Delta. Was ist mit Sinclair? Der Mann, der das Paradies verkaufen wollte. Wo ist er jetzt? Achtung! Schließung aus Sicherheitsgründen. Alle Zellen und Schotten werden bis auf Weiteres geschlossen. Diese Einrichtung hängt über einem ozeanischen Graben, Delta. Die Brüder und Schwestern haben Sprengladungen mit Zeitzündern an den Fundamenten angebracht. Ergib dich, bevor sie detonieren. Sonst werden wir alle in dem Abgrund unter uns zermalmt. Mutter hat ganz Persephone abgeriegelt, auch die Gangway zum Rettungs-U-Boot. Wir können die Schließung aus dem Gefängnistrakt heraus aufheben, wenn wir uns beeilen. Komm! Benutze das Plasmid, wenn du mich brauchst, Vater. Ich muss mich umsehen. Dies ist ein Notfall. Subject Delta ist entkommen. Oh, da ist die OP. Eleanor Lamb hat sich gegen ihr eigenes Volk gewandt. Steht fest und kämpft. Oder die Familie Rapture wird gemeinsam fallen. Okay, noch ein Gesundheits-Upgrade und noch ein Eve-Upgrade. Perfekt. So, dann schauen wir mal nach, ob wir noch irgendwas Neues haben.
Nee. Nein, nichts Neues. Okay, gehen wir weiter. Hoppala. Klick. Wir müssen dich aus Rapture rausschaffen, Vater. Nur so kann ich dich noch retten. Okay. Haben wir es noch überlebt? So, gehen wir mal weiter. Klick. Starte Aufnahmesequenz. Erkennst du Sinclair nicht, Delta? Er ist jetzt, was du hättest sein sollen. Ein letztes Modell der Alpha-Serie, bereit für die Familie zu sterben. Als früherer Eigentümer von Persephone ist er der ideale Mann, um dich wieder in den Käfig zu stecken. Mutter hat Sinclair unter ihrer Kontrolle, Vater. Und er hat den Masterschlüssel. Schnapp ihn dir! Junge, Doc Lamb sitzt in meinem Kopf. Komme nicht dagegen an. Es fällt mir schwer, auch nur zu sprechen. Sie hat mir meine verdammte Zunge gelassen, um mir die Codes für die Bomben auszuleiern. Ich soll verhindern. Hui. Dass du abhaust. Gegen Körperpanzerung gegen Ding getauscht. Gegen dass die Little Sister schneller Ding aussaugt. Adam, das brauchen wir ja nicht mehr. Deswegen habe ich es gerade eben getauscht. Damit wir noch besser physischen Schaden aushalten. Ich hab dich doch vereist. Zur Oberfläche zurück. Du brauchst nur einzusteigen und deine Pflichten zu akzeptieren. Ja, alles klar. Denk daran, Eleanor. Mami liebt dich. Ah ja, Mutter testet mich. Ein letztes Spiel. Zum Glück bin ich mittlerweile eine absolute Expertin darin, ihre Regeln zu brechen. Ich habe meine Wahl getroffen, Vater. Und wenn es... Junge! So ein bisschen Verbandskasten, ein paar Nieten. Es tut mir leid. Ich hab dich hier drin eingesperrt. Lamb lässt mich nach ihrer verdammten Pfeife tanzen. Ich kann nicht anders. Du musst hier rein und musst mich erledigen. Wäre schöner, wenn es eine andere Lösung gäbe. Deine Level 3 Elementärströme entziehen deinen Gegnern Gesundheit. Aber lieber sterbe ich als Mensch,
als so weiterzuleben. Oh Gott, er hat recht, Vater. Mutter setzt darauf, dass du hier stirbst oder dass ich dich im Stich lasse, bevor die Bomben hochgehen. Wir können Sinclair nicht mehr retten. Wir brauchen den Schlüssel von ihm. Finde den Code zum Wachturm oder denk dir was aus, wie du ihn da rauslocken kannst. Was ist das, Vater? Bringst du ihm was über Feuer bei? Nun, wenn du meinst... Du bist im Tunnel. So müsstest du irgendwie an mich rankommen. Hoffe ich jedenfalls. Ging das nochmal? Wie ging das nochmal? Junge, ich hab diesen Laden hier gebaut. Und ich hab dich für diese Plasmidversuche an Fontaine vermietet. Und jetzt... Jetzt büße ich dafür. Ich hätte gerne mehr Zeit. Nimm das Rettungs-U-Boot. Es gehört dir. Aber lass mich nicht so zurück. So, und jetzt? Das wird dir auch passieren, wenn du uns im Weg stehst. Sinclair verändert seinen Standort, Vater. Finde ihn. Wir brauchen diesen Schlüssel. Ich fürchte, die Schließung aufzuheben bedeutet auch, dass alle Gefangenen freikommen. Bitte richte dich darauf ein. Sicherheitsalarm deaktiviert. Schließung aufgehoben. Ist mir egal. Sicherheitsbüro wird vorübergehend abgeriegelt. Sinclair starb als Held der Familie Raptures Delta. War er ein Freund für dich oder nur ein Werkzeug? Begreifst du überhaupt den Unterschied? Und Eleanor, du hast dich für Subject Delta entschieden und gegen deine Mutter, gegen dein Volk, gegen die Verpflichtung, die in deiner Geburt lag. Wie du willst. Ich glaube, so viel Bullshit, du glaubst, die Kopfschmerzen. Subject Delta in Sicherheit bringen. Ah. Du bist ein junges Kind mit einem neuen Spielzeug. Ich habe keine andere Wahl, als es dir wegzunehmen. Schließung aufgehoben. Alle Zellenblöcke entriegelt. Alle Schotten offen. Oh nein. Mutter ist auf das Rettungsboot aufmerksam geworden, Vater. Wir müssen dorthin. Schnell. Jul. Schnell. Jeder Augenblick reist Eleanor weiter von mir fort, Delta. Bald wird diese Vaterbesessenheit ihr Ende bedeuten. Voilà. Mir bleibt nichts mehr. Ich checke gerade kurz Bevor was. Bevor du stirbst, werde ich dir alles nehmen, was dir lieb und teuer ist. Nee, das passt nicht. Sinclair ist nur eine weitere Leiche, die deinen Weg pflastert. Oh! So nice. Vater,
das Plasmid. Ich kann dir helfen. Ja, stimmt. Vergessen. Ich hab's vergessen. Das hatte ich befürchtet. Sie hat die Ballastkompressoren gesprengt, Vater. Jetzt sind wir zu schwer für einen Start. Außer? Lass mich nachdenken. Ich denke, ich kann das Wasser verdampfen, damit das U-Boot... ...aufsteigen kann. Aber so viel Hitze kann ich nicht allein generieren. Wir sollten uns von den restlichen Little Sisters helfen lassen. Wir nehmen sie mit. Schnell zu den Kinderstationen. Auf! Ich lasse nicht zu, dass ihr mir noch einmal meinen Vater nimmt. Halt durch! Schnell! Okay. Das war creepy. Dies ist keine Predigt. Ich werde euch keine Offenbarung anbieten. Offenbarung. Nur, dass Leute fangen an, die Sprengladungen zu zünden. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wir laufen ruhig. Wir sind fast bei der Kinderstation. Ich schätze, wir werden uns den Weg freikämpfen müssen. Bist, gib mir ein Signal. Drück den Rufknopf an dem Fenster dort. Dann gehe ich weiter. Es ist noch nicht sicher anzufangen. Wir müssen erst die Splicer loswerden. Oi. Zack. Ich wecke die Kinder auf. Sie sind kräftiger, als sie denken. Mit ihrer Hilfe sollte ich das Wasser verdampfen können, damit wir alle hier wegkommen. Nur weiter, Vater. Ich befreie sie so schnell ich kann. So wie du es mir gezeigt hast. Du rettest sie nicht, Delta. Egal wie rein deine Absichten auch sein mögen. Die Erdoberfläche ist nicht das Paradies, sondern das Verderben. Es ist mir lieber, sie ertrinken. Hör zu, Vater. Du wolltest vielleicht keine Tochter haben. Aber Liebe ist nur ein chemischer Prozess. Eine Bedeutung erlangt sie nur, indem wir uns entscheiden. Ich will verdammt sein, wenn ich zulasse, dass Mutter dich mir noch einmal wegnimmt. So, dann holen wir mal die letzten. Die letzten Little Sisters. Was macht denn der hier, Alter? Das war die nächste Sprengladung. Wir müssen weiter. Wenn das Gebäude abstürzt, sind wir alle tot. Alles easy. Eleanor sollte das ganze Genie Raptures in sich vereinen. Als erste lebende Utopistin. Sie sollte der ganzen Welt dienen, ohne eigene Interessen. Zwingt man einem solchen Wesen ein Bewusstsein auf, kappt man ihm die Flügel.
Das war dein Geschenk an sie, Delta, genau wie sie gehofft hatte. Du musst stolz auf dich sein. Durchhalten, Vater. Nicht aufgeben jetzt. Wach auf! Warum wachst du nicht auf? Ich werde nicht... What the hell? Mal Harpunenschaden. So. Dann, wo geht's lang? Nach oben, glaube ich. Uiuiuiuiuiui. Wir kommen zur anderen Kinderstation. Sie wird bewacht sein, Vater. Mach dich bereit. Hey, wo rennst du? Wenn du fertig bist, gib mir wieder ein Signal, wie vorhin. Drück den Rufknopf, dann gehe ich weiter. Ich glaube, ja, wir können jetzt zum Ballasttank. Ich kann das Wasser verdampfen und wir können weg. Wir müssen zur Dockplattform, Vater. Rasch! Du hast Eleanor den freien Willen gelassen. So, Freunde, wir haben es bald geschafft. Wir speichern mal ab. Wir sind jetzt kurz vorm Ende. Wir müssen jetzt noch kurz zurücklaufen. Dann muss sie das Wasser verdampfen und während sie das Wasser verdampft, müssen wir einfach ein paar Wellen überleben. Selbstbewusstsein also ist ein Fluch, Delta. Du stürzt sie in Verdammnis. Und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir das Game auf schwer durchgespielt. Und ja, ich kann jetzt schon mal sagen, so als Feedback, so wie es für mich war. Also ich empfinde das so, dass der Anfang ist am schwierigsten. Dann wird es leichter, weil du einfach immer mehr Upgrade bekommst und immer stärker wirst. Plus Miete kriegst, immer mehr upgraden kannst und das wird natürlich leichter. Und im Endeffekt ist es ganz easy zu machen. Man muss einfach nur ein bisschen aufpassen. Weil zum Beispiel ist es so, wenn du gegen eine Big Sister kämpfst und du schädigst sie ungefähr bis zur Hälfte und stirbst dann,
und respawns wieder, dann hat sie nur noch das Hälfte vom Leben. Und das ist nicht, schwer, das ist nicht irgendwie, ja. Es ist ja nicht so, dass sie dann wieder volles Leben hat. Deswegen, ich finde, das ist schon so ein Punkt, wo es leicht ist. Und du kannst oft speichern und kannst so oft sterben, wie du willst. Utopia mit ihr stirbt, lieber schicke ich uns alle in den Tod. Ja, es ist easy. Mutter wird auf dich warten. Da kommen sie, Vater. Halt sie in Schach, bis ich... kaum Munition, das Wasser zum Verdampfen bringe. Ich fass gar nichts mehr. Müssen wir halt damals klarkommen. Hallo? So vereist er nicht? Das Game ist so buggy. Alter Verwalter. Echt jetzt? Ich hab's geschafft, Vater. Das Ballastwasser ist weg. Entriegle den Andockmechanismus. Gut gemacht. Der Aufzug zum U-Boot ist geflutet, Vater. Wir müssen den Druck ausgleichen, sonst kriegen wir die Tür nicht auf. Zerbrich die Glasröhren, um den Raum zu fluten. Nice. Wir haben es geschafft, Vater. Wir starten. Schnell zum Aufzug. Ja, Leute. Wir haben es geschafft. Müssen wir nur noch abwarten, bis unsere Trophäe kommt. Die Bomben, Vater! Wir stürzen ab! Renn! Ja, ich muss sagen, ich hätte es mir schwerer vorgestellt. Ich finde, das Schwierigste an dem Game ist einfach, dass du die Sachen gut kombinierst. Dass du am Anfang
ja, die wichtigsten Upgrades holst. Und dann kannst du noch immer alles, sagen wir mal, kaufen dann später. Aber wenn du am Anfang alles richtig machst, dann hast du es später leichter. Und ja, was kann man noch sagen? 6 Parts. Ein bisschen weniger als das Let's Play, was wir gemacht haben mit Nico. Sonst. Ja, hat schon Spaß gemacht. Und ja, man hat auch gesehen, man muss auch nicht so viele Little Sisters retten. Ich dachte eigentlich, man muss viel mehr retten, aber am Ende hatten wir dann noch 800 Adam, also das ist ja echt krank. Ja. Bin jetzt schon auf Infinity gespannt. Bioshock Infinity. Du hast mir beigebracht, dass Böse nur ein Wort ist. Näher betrachtet ist es einfach ein Schmerz. Ja, ich muss sagen, mir hat jetzt. Ich habe jetzt ja 1er und 2er mit Nico gespielt und ich muss sagen, 2er hat mir besser gefallen als der 1er. Mal gucken, wie der Infinity-Teil sein wird. Bin ich echt gespannt. Mutter glaubte, diese Welt sei rettungslos verloren, aber sie hat sich. Da bin ich echt gespannt. Ich bin gespannt, ob dann noch die Mutter dann noch im dritten Teil dabei ist. Da bin ich echt gespannt. Komm schon, ich will meine Profile. Raptures Traum ist ausgeträumt, aber im Erwachen werde ich neu geboren. Die Welt ist. Und da haben wir unsere Trophäe gegen alle Widrigkeiten, das Spiel auf der höchsten Schwierigkeitsstufe beendet. Und da haben wir Platin, Leute. Ja, herzlichen Glückwunsch zur Platin-Trophäe. Hier ist auch unser Symbol, dieses Dreieck, was wir auch an unserem Anzug haben, die Verbindung zwischen uns und unserer Tochter. 3,2% haben Platin. Schwach. Das ist echt schwach. Da müssen mehr Prozente drauf, Leute. Da müssen mehr Prozente. Naja, herzlichen Glückwunsch, Leute. Mir hat Spaß gemacht. Es ist auch schwer zu spielen. Und ja, das ist nicht so schwer, wie man denkt. Im Nachhinein, wenn ich das jetzt durchgespielt habe, empfinde ich das so als leicht. Man muss einfach nur ein paar Sachen verstehen. Köpfchen einschalten und üben und im Endeffekt, du kannst ganz oft abspeichern und kannst immer wieder respawnen, von daher, ja. Also dann Leute, abonniert den Kanal, schaut da mal ein bisschen rein, wir haben da ein paar neue Sachen hochgeladen bezüglich Uncharted. Ich habe jetzt Uncharted nicht 2, sondern 1 habe ich jetzt auf schwer durchgespielt und das war auch nicht so schwer, wie sich einige gedacht haben. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in weiteren Videos. Haut's rein und viel Spaß noch.